Die neue Schweizer Horrorkomödie Das Missen-Massaker feiert in Zürich seine Premiere. Und wenn Michael Steiner einen neuen Film präsentiert, dann kommen sie alle. Schauspieler, Promis und Filmexperten. Sie alle möchten nicht verpassen, wie Steiner es schafft, in 90 Minuten mehr als ein Dutzend Missen abzuschlachten. Klingt nach reinem Horrorfilm, es darf aber auch gelacht werden, wie uns der Meister selbst versichert. Das Missen-Massaker ist vor allem ein lustiger Film. Und ich glaube, einzigartig in der Schweiz, weil er halt sehr moderner Film ist, wo, sag ich mal, mit so postmodernem Feuerwerk an Oberfläche spielt. Und ein solches Feuerwerk zündet Nadine Vinzenz. Sie spielt einen sehr oberflächlichen Charakter, der aber laut ihrer Aussage nicht viel mit ihr zu tun hat. Nein, so ich nehme mich sicher nicht selber hoch, absolut nicht. Ich tue einfach einen Charakter darstellen und ich finde es einfach absolut geil, dass ich so einen Charakter darstellen darf, oder? Weil es wirklich absolut so weit weg ist von dem, wo ich bin. Ich finde es wirklich cool. Doch nun genug an der Oberfläche geschwommen. Mike Müller, der den schmierigen Missen-Organisator spielt, findet doch die eine oder andere Parallele zwischen sich und seiner Figur. Ein kleiner Tipp. Cool down. Ja, das ist jetzt eine tiefe psychologische Frage, die mir natürlich sehr, sehr nahe geht. Zu 100%. Ich glaube so. Ist ja so, privat lässt du mal irgendwie eine Pizza im Karton rumliegen, daheim, Teller nicht abgewaschen und so. Ja, das Gesundheitsamt kommt einfach ab und zu bei mir daheim aufräumen, zusammen mit dem Kammerjäger. Nein, so Figuren haben etwas von einem und haben auch nichts. Das kann man so nicht beantworten. Aber kann man schon ein bisschen unterschreiben? Also so wie der jetzt in diesem Film bin ich also hoffentlich nicht, oder? Aber ja, also immer nur Ordnung haben ist sicher meine Stärke. Unter all die bekannten Gesichter mischen sich auch die Shootingstar des Missen-Massakers. So zum Beispiel Schauspielerin Lisa Maria Bärenbold. Doch eine richtige Miss Schweiz wollte sie nie werden. Einfach wirklich nicht, nie. Also ein Krönchen aufsetzen. Eher eine Krone aufsetzen, um zu regieren, aber nicht um schön zu sein oder Miss zu sein. Also das ist gar nie irgendwie ein Wunsch gewesen, auch immer noch nicht. Aber es war lustig, um es mal zu spielen. Go fuck yourself, ihr dumme Bitch! Und eine Krone hätte sich die Jungschauspielerin auf jeden Fall verdient. Ihre Interpretation der Miss Goldküste gefällt den Kritikern sowie dem Publikum. Und natürlich auch Regisseur Michael Steiner. Doch eine einzige Favoritin wollte er nicht nennen. Die Damen sind alle jung, das wird sich herausstellen, wer seinen Weg dann geht und wer konsistent verschiedene Rollen kann spielen. Aber begabt sind alle. Bei so viel Talent ein Must-See. Doch was meint dieser selbsternannte Experte? Es erwartet ihn gute Unterhaltung. Ich wollte nicht sagen seichte Unterhaltung, weil das haben schon genug andere geschrieben. Wenn man ein bisschen auf die Thematik steht, respektive auf die Anspielungen, die der Film zu bieten hat, dann kommt man einiges Botten über. Eine gute Anspielung auf vieles. Wer sich diese Anspielung auf vieles also ansehen möchte, Das Missen-Massaker läuft ab sofort im Kino.